Hey und herzlich willkommen bei Husky Themen leicht gemacht. Heute packen wir gemeinsam die Katzenedition von der Fellbox aus. Die ist ganz neu, das war limitiert. Vielleicht gibt es noch ein paar, ich kann das nach unten verlinken. Und da schauen wir mal, was drin ist. So. Entdecke, was in der Fellbox drin steckt. Das ist ja auch immer in der Hunde-Edition mit dabei. Da schauen wir aber erst nachher rein dann. Dann ist hier ein 20% Rabattgutschein bei Pets Nature dabei. So, und das erste, was dann drin wäre das hier von Sanabel. Das ist getreidefrei mit Geflügel für ernährungssensible Schmusetiere ab dem 12. Monat. 25% Geflügelfleisch und 5% frische Leber mit Kartoffeln noch dabei. Immunkomplex. Und das ist aus Baden-Württemberg. Also sehr regional. Dann gibt es das hier. Hühnchen mit Milchfüllung, auch von Sanabel. Leckere Knusperkissen für ausgewachsene Schmusetiger. Also ja, diese Knusperkissen hier, wie man sie auch kennt, mit Milchfüllung. So, Arcana. Das ist mit Freilandhuhn, Ente und Truthahn. 340 Gramm. Das ist ein ganz neuer Geschmack, steht hier vorne dran. Es ist getreidefrei mit 80% Protein. Außerdem für ja, Gesundheit, Herz, Augen, Fell. Das nächste ist dann ein Spielzeug, eine kleine Maus. Aber nicht so diese ganz kleinen Mäuse, die man sonst immer kennt, sondern eine mit Ärmchen und Beinchen. Spielanregend durch Katzenminze. Ah, da ist jetzt also auch Katzenminze dann drin. Dann gibt es hier ein kleines Nassfutter. 85 Gramm. Cats Fine Food. Natürlich gut. Miau. Huhn und Thunfisch ist das. Getreidefrei. Keine Tiere werden getestet dadurch. Und da ist auch kein Zucker drin. Dann haben wir von Lucky Lou The Real Taste der Platzhirsch. 125 Gramm Geflügel und Hirsch mit Apfel. Dann wieder von Cats Fine Food nochmal. Eine Packung 85 Gramm Rind und Kalb diesmal. So, hier haben wir eine süße kleine Spielangel mit diesem Herz hier dran. Das ist auch mit Katzenminze und knistert außerdem. Hier ist ein Spielzeug mit einem kleinen Glöckchen dran. Das ist so aus Pappe und Hanf gefertigt. Also auch gut für die Krallen dann. Dann gibt es noch das hier von Sanabel. 180 Gramm Nassfutter, Schlemmertopf mit feinem Gans und Huhn und Karotte. 100% exquisite Zutaten. Alleinfutter für ausgewachsene Katzen. Außerdem ist Olivenöl mit dabei und auch getreidefrei. So, jetzt natürlich noch ein Insektenfutter zum Ausprobieren mit dabei von Britcare Superfruits Insect Crunchy Hypoallergenic Snack for Cats. Das ist mit Insekten, Kokosnussöl und Lachsprotein ist dabei. Lachsöl ist auch noch dabei. Ja, 100 Gramm. So, von Lucky Lou gibt es auch noch ein Nassfutter.
Und zwar Thunfischfilet und Lachs. Extra Food. Ich lachs mir den Arsch ab. Getreidefrei und zuckerfrei. Dann dasselbe Herzchen, was es auf der Angel gab, gibt es auch noch alleine, also auch wieder knisternd und mit Katzenminze dann zum Spielen. Dann gibt es von Arcana auch noch ein kleines Nassfutter. Eine kleine Dose Thunfisch mit Huhn ist das. 85% tierische Zutaten. Und wie viel Gramm ist das denn? 85 Gramm. So, von Felia, Tierliebe vom Allerfeinsten, gibt es noch eine Packung. Felia macht immer so Tetra-Packs, also so nachhaltig verpackt in kein Plastik oder Dosen, sondern eben in Papier. Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen. Das ist jetzt Huhn, Monoprotein Huhn, getreidefrei und hoher Fleischanteil. 200 Gramm. Das letzte, was dann hier drin ist, in der Fellbox Katze, also der Katzenfellbox, wäre Trixie Catnip Bites. Catnip Chicken Bites, so rum. Mit Hähnchenbrust und Katzenminze. 50 Gramm. Also kleine Snacks für zwischendurch. So, da war jetzt ganz schön viel drin. Ich zeige das gleich nochmal einzeln, wenn ich es zupacke. Ah, jetzt haben wir noch das Magazin. Wo habe ich das hingelegt? Das müsste hier sein. Schauen wir einfach nur mal kurz rein, was da so drin steht. Hier steht natürlich auch nochmal ein Hinweis, dass ja, die Katze nicht unbeaufsichtigt mit Spielzeugen oder Kauartikeln sein sollte. Gilt hier natürlich auch beim Hund, weil immer Verschluckgefahr oder Verletzungsgefahr ist. So, die Überraschungsbox für Katzen. Wir zeigen euch, was die Katzenwelt zu bieten hat. Mit unserer liebevoll gepackten Fellbox möchten wir euch und eure Samtpfoten dabei unterstützen, neue Überraschungsmomente zu erleben. Jeder Katzenbesitzer will nur das Beste für seinen Schnurrer. Und genau das wollen wir von Fellbox auch. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet das komplette Team von Fellbox mit viel Herzblut jeden Tag daran, neue, innovative und abwechslungsreiche Produkte aus der Katzenwelt für euch zu recherchieren. Fellbox ist die perfekte Überraschung. Eine Mischung aus Snacks, Spielzeug und Pflegeprodukten. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit für deine Sanftpfote. Also das war jetzt wie gesagt die allererste Katzenedition, also eine limitierte Katzenedition, Katzenbox. Sonst gibt es die Fellbox bisher nur für Hunde. Ich denke mal, das ist jetzt natürlich auch zum Ausprobieren, wie gut diese Box ankommt. Und vielleicht wird es dann sogar auch mal regelmäßig eingeführt. Das wird man dann sehen. Ah ja, hier, also ein paar Dinge waren ja auch von derselben Marke. Das wäre hier zum Beispiel das hier gewesen, als Drei-Gänge-Menü quasi. Also einmal Snacks dabei, dann das Dosen-Nassfutter und das Trockenfutter. So, in diesem Magazin sind jetzt keine Rätsel oder sonstige Infos oder sowas über Katzen jetzt mit dabei. Da steht einfach nur etwas immer zum Boxeninhalt dazu und eben der Eingangstext. Aber das ist ja jetzt auch nur eine einmalige Sache gewesen. Das war dann jetzt die Katzenbox, Katzenfellbox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und gerne auch einen Kommentar. Zum Beispiel, ob ihr diese Box auch ausprobiert habt, auch gekauft habt oder gerne ausprobieren wollt. Ob ihr euch insgesamt auch über eine Katzenedition der Fellbox freuen würdet. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei anderen Unboxings bei mir vorbeischaut. Zum Beispiel habe ich auch schon andere Katzenboxen mal getestet. Das kann ich euch speziell auch nochmal einzeln unten verlinken. Und natürlich ganz, ganz viele Hundeboxen schon. Und dann könnt ihr auch bei Goris Abenteuern mal vorbeischauen. Und dann bis zum nächsten Mal.